ich hoffe, euch geht's allen gut und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in den Herbstferien. Beziehungsweise, wer von euch hat denn schon Herbstferien? Der kommentiert mir jetzt genau mal, entweder Hashtag Herbstferien oder Hashtag keine Herbstferien. Denn ich bin mal mega gespannt, wer von euch gerade das Glück hat, zu Hause bleiben zu können. Ich komme gerade aus dem Start und zwar war ich bei, eine Sekunde, tada, DM. Und ja, die Tüte ist leer, aber das liegt nur daran, dass ich den Inhalt hier schon ausgekippt habe, sozusagen neben mir. Ich habe mir nämlich überlegt, es wird einfach mal wieder Zeit für ein Top unter 1 Euro Produkte Video aus der Drogerie. Und ich habe auch wirklich ein paar neue und sehr, sehr nützliche Produkte gefunden. Was mich persönlich mega interessieren würde, wäre, welches euer Top Drogerie Produkt ist. Also schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das ist die Videofrage des heutigen Videos. Und jetzt legen wir erstmal los mit meinen Drogerie Produkten und ich wünsche euch viel Spaß. Starten wir mal mit einer der Kurzsachen. Und zwar ist es die Prinzessin Sternzauber Dusche. Ihr denkt euch jetzt, Laura, das ist eine Kinderdusche. Ja, ich weiß. Aber ganz ehrlich, Leute, riecht einfach mal an dieser Dusche. Und dann werdet ihr die auch kaufen. Ich verspreche es euch. Denn diese Dusche, oh mein Gott, die riecht einfach original wie Hubba Bubba Kirsche. Und das ist ja alleine schon sehr, sehr geil. Und dann hat dieses Duschgel auch noch ganz, ganz feinen Glitzerstaub drin. Wie cool ist das bitte? Die zweite Sache sind Masken. Und zwar habe ich mir da jetzt mal diese 4 Masken hier rausgesucht. Eine Maske, die ich besonders cool finde, die ich auch zuvor noch nie gesehen habe, ist hier von Balea die Tropical Dream Maske. Ich glaube, die ist auch ganz neu. Das ist auch eine Limited Edition, sehe ich gerade. Auf jeden Fall ist die einfach für jede Haut geeignet. Also damit kann man nichts falsch machen. Und irgendwie erinnert die mich mega an Sommer. Ist ja auch logisch. Leider ist kein Sommer mehr. Aber vielleicht kommen wir dann einfach wieder zurück in Sommerstimmung. Das hat ja auch was. Und hier sind noch andere Masken, die ich auch ganz cool fand. Und zwar hier einmal diese Heilerde-Maske zum Beispiel. Heilerde ist ja eh immer super gut gegen unreine Haut oder Pickel, damit die schneller abheilen. Und dann hier zum Beispiel auch noch diese Multi-Masking-Maske von Balea. Das heißt, es sind 2 verschiedene Farben enthalten. Und man soll sich die rosane Packung sozusagen auf die Wangen auftragen und die grüne auf die T-Zone. Ja, also hier oben ist jetzt rosa drin und hier unten grün. Irgendwie mega cool. Ob das jetzt so mega essentiell notwendig ist, ist die andere Frage. Aber es ist irgendwie cool. Und die 4. Maske ist mein All-Time-Favorite von Balea, die reinigende Maske. Die ist auch super, super gut für Hautunreinheiten. Probiert die auf jeden Fall mal aus, falls ihr die noch nicht kennt. Ich dachte mir, ich gucke dann auch mal bei den Deos, ob es da etwas gibt, unter 1 Euro. Und da habe ich was Cooles gefunden, was ich zuvor noch nie gesehen habe. Und zwar von Balea ein Deo Body Spray. Kanntet ihr das schon? Bin ich jetzt die einzige Person auf der Welt, die das noch nicht kannte? Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also erstmal sieht die Flasche auch richtig gut aus. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Riecht mal daran. Das riecht ja mal richtig geil. Mit dem Duft von süßen Beeren. Und das soll 24 Stunden halten. Also ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht in erster Linie als Deo verwenden. Ich glaube nämlich nicht, dass das den Schweiß sonderlich abhält. Soll es ja auch eigentlich gar nicht. Es ist ja auch kein Antitranspirant, sondern nur ein Deo. Das Deo soll ja grundsätzlich nur verhindern, dass man den Schweiß riecht. Aber eben nicht, dass man überhaupt schwitzt. Von daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so viel als Deo bringt. Aber einfach allgemein irgendwie, wenn man weggeht, kann man sich damit so ein bisschen kurz einsprühen oder auf seine Kleidung. Und dann riecht man einfach immer richtig gut. Shine bright like a diamond steht da noch drauf. Ja, riecht auf jeden Fall mal an diesem Teil. Dann habe ich passend für den Herbst ein Schaumbad entdeckt. Und zwar in der Richtung Chai Latte. Da konnte man jetzt leider nicht dran riechen, aber Leute, wisst ihr was? Wir öffnen die jetzt einfach mal und ich rieche jetzt daran. Oha! Ja, doch, das riecht richtig geil. Das riecht... Wie riecht das denn? Nach Chai Latte. Ha! Wer hätte es gedacht? Nein, das riecht aber echt gut und richtig schön herbstlich. So ein bisschen nach Zimt oder irgendwie so nach so Lebkuchengewürz. Die Duschgele von Balea. Mit denen kann man auch einfach nie etwas falsch machen. Die bringen auch immer wieder neue, coole Gerüche raus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Richtung Rose Elegance. Die ist auch ganz, ganz neu. Mit Rosen- und Guavenduft. Und Leute, wie schön sieht bitte die Verpackung aus? Ich habe keine Worte mehr. Und dann hier noch die Buttermilk and Lemon Edition. Die hatte ich auch schon mal und die finde ich auch sehr, sehr gut. Und weil man ja jetzt im Herbst und Winter noch mehr zu trockenen Lippen neigt, als man es meistens eh schon tut, habe ich mir auch noch mal etwas rausgesucht aus der Lippenpflegeabteilung. Und da habe ich von Balea diesen Lippenpflegestift entdeckt in der Richtung Tropical, Kokos und Pfirsichduft. Und mir fällt auf, dass ich irgendwie so richtig dem Sommer hinterherhänge oder hinterher trauere mit meinen Düften hier. Aber ich würde sagen, ich bin ganz gespannt, wie der riecht. Deswegen testen wir den jetzt einfach mal eben vom Geruch. Er sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega cool aus. Oh mein Gott. Leute, ihr müsst daran riechen. Oh Mann, scheiße, da gibt es ja keinen Tester. Das heißt, ihr müsst den kaufen, um den zu riechen.
Aber ihr könnt nichts falsch machen mit dem Kauf. Glaub mir. Aber ich habe nicht nur Beauty- und Kosmetiksachen eingekauft, sondern auch Essen. Was könnte es Besseres geben? Und ich kann euch nur diese Reiswaffeln mega, mega empfehlen. Das sind Joghurt-Reiswaffeln, das heißt keine klassischen mit Vollmilch oder Zart-Bitter-Schokolade, sondern mit Joghurt obendrauf. Da war ich am Anfang erst ein bisschen skeptisch, als mir die eine Freundin empfohlen hatte. Aber mittlerweile bin ich richtig, richtig süchtig danach. Die schmecken so gut. Das schmeckt irgendwie noch besser als weiße Schokolade, aber ein bisschen ähnlich. Also die kann man auch irgendwie immer einfach mega gut mitnehmen und zwischendurch essen oder zu Hause als Snack, beim Fernsehen gucken und so weiter und so fort. Probiert die einfach auf jeden Fall mal aus. Außerdem entdeckt und ich glaube ganz neu habe ich von Balea die micellen Augen Make-up Entferner Pads. Mega gut geeignet auch für Reisen, weil man dann einfach sozusagen schon den Make-up Entferner und das Wattepad in einem hat. Und das ist ja wohl mega praktisch. Ah, ich sehe auch gerade, da steht auch drauf, dass das neu ist. Mit Micellentechnologie. Irgendwie ist dieser Begriff immer so ein bisschen ein Begriff, wo alle denken, wow, das ist mega cool. Und keiner weiß so richtig, was es damit auf sich hat. Und es ist mir gerade aufgefallen, dass wir bisher noch gar nichts für die Haare hatten. Und deswegen habe ich jetzt hier ein paar Haarkuren rausgesucht. Und zwar als erstes aus dieser Probenabteilung direkt von Swiss Opal ein paar Haarkuren. Da gibt es ja unendlich viele Sorten und Geruchsvarianten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Orangenblüte, die ist jetzt für normales und strapaziertes Haar. Aber zum Beispiel gibt es auch Apfelblüte für normales und trockenes Haar. Und gefunden in der normalen Abteilung, also nicht in dieser Probenabteilung, habe ich noch diese Haarkurproben. Und zwar habe ich hier einmal eine von Glisskur, die Total Repair Soforthilfe Intensivkur. Die kann ich euch auch mega empfehlen, die habe ich nämlich schon richtig häufig ausprobiert. Und hier auf der anderen Seite habe ich auch noch von Balea die Oil Repair Intensiv Expresskur. Ja, sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Und als nächstes kommen wir zu einem kleinen Allround-Helfer sozusagen. Kein Beauty-Produkt, aber einfach so ein richtiger Lifesaver. Und zwar eine Fusselbürste. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich eine Fusselbürste, insbesondere jetzt im Winter bei den ganzen Wollpullovern, Strickjacken und so weiter, auf denen einfach richtig schnell Fussel dran hängen bleiben. Da finde ich so eine Fusselbürste richtig praktisch. Und dadurch, dass die auch so klein ist, kann man die theoretisch auch immer wieder mitnehmen in seine Handtasche. Und wo wir schon beim Thema Handtasche sind, habe ich auch noch drei weitere Produkte gefunden, die auch ziemlich nützlich sind für unterwegs und die man eigentlich so mal in seine Handtasche reinpacken könnte, obwohl ich es bisher auch nicht hatte. Aber zum einen ist es hier dieses Balea Hygiene Handgel, einfach mal damit man sich zwischendurch die Hände desinfizieren kann. Sehr, sehr gut, vor allen Dingen vor dem Essen, wenn man irgendwie unterwegs ist und sich dann unterwegs was zu essen kauft. Das schadet auf jeden Fall nicht, sich dann mal vorher die Hände zu desinfizieren. Und die zweite Sache ist einfach eine allgemeine Creme sozusagen von Balea mit Vanille- und Magnolienduft. Und das tut sie. Also der Geruch ist echt richtig, richtig geil. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann kann man die einfach als Allround-Creme sozusagen benutzen. Also als Handcreme, als Lippenpflegecreme, falls man mal irgendeine trockene Stelle im Gesicht hat oder so. Also das ist auf jeden Fall auch sehr cool und nützlich. Und dann noch eine dritte Sache, die ich mir schon sehr oft gewünscht habe, aber nie dabei hatte. Und zwar Zahnseide. Auch sehr, sehr praktisch, wenn man unterwegs was isst und dann irgendwas zwischen den Zähnen hat und es einfach nicht rauskriegt. Und dann habe ich noch was für die Haare entdeckt. Und zwar ist es auch schon wieder so eine richtige Geruchssensation, könnte man sagen. Von Balea das Jeden-Tag-Shampoo in der Richtung Toffee Love. Oh mein Gott, Leute. Ich stand gerade im DM, ne, und ich dachte mir so, scheiße. Ich dachte mir, oh mein Gott, riecht das geil. Das riecht halt einfach wirklich nach Karamellbonbons. Und das ist auch eine Limited Edition. Und ich finde es auch ganz nützlich, dass es mal ein Shampoo ist, welches einfach so für jeden Haartypen geeignet ist, wo jetzt nichts Konkretes draufsteht, sondern was einfach einen mega geilen Geruch hat. Und ich freue mich schon mega, das auszuprobieren morgen. So, und wo wir gerade schon beim Thema Deo waren, habe ich dann noch von CD einen Deo Roll-On-Stick mitgenommen. Den gab es auch in dieser Probenabteilung. Und ich persönlich trage solche Roll-On-Sticks viel, viel lieber auf als solche Sprühdeos, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die dann irgendwie doch noch besser helfen. Und ich finde, ganz ehrlich, wie süß sieht der irgendwie aus? Der ist so richtig klein und handlich. Okay, der riecht einfach nur mega, mega schön frisch. Also da kann man auf jeden Fall auch nichts mit falsch machen. Und so ein kleines Babydeo kann man sich einfach mega gut in die Schultasche oder auch in die Handtasche reinwerfen, weil der wirklich, guck mal, mega, mega winzig ist. Voll süß irgendwie. Wenn ihr mich jetzt happy machen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach, indem ihr jetzt auf Daumen nach oben für das Video klickt. Da würde ich mich wirklich mega darüber freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welches Produkt ihr aus dem Video am coolsten fandet. Da bin ich nämlich schon sehr, sehr gespannt und da gucke ich jetzt mal ein bisschen in den Kommentaren rum. Hier am Rand kommt ihr jetzt noch zu meinen zwei letzten Videos und zwar hier oben zur letzten Folge Mädchenfels. Da seht ihr, warum Mädchen auf Klassenfahrt nie auf Toilette gehen sollten. Oh mein Gott, das war richtig, richtig schlimm, was da passiert ist, sage ich nur. Und hier unten kommt noch zu meinem vorletzten Video, das war ein XXL 500 Euro Live-DM-Haul, den ihr ganz und gar gewinnen könnt. Die Links zu allen Videos findet ihr auch nochmal unten in der Infobox, genauso wie meine Social-Media-Seiten. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Donnerstag.
Habt euch lieb und wir sehen uns wie immer am Sonntag zum Märchenfest Oktober wieder. Ich freue mich schon mega drauf. Macht's gut. Ciao.